abgekürzt, ne? Seit 174 kürzen wir ab. Das könnt ihr lesen nachher, inshallah, alleine. Aber wir lesen das Wichtigste, was wir erreichen wollen, um zu gucken, wer ist damit mit diesen Versen gemeint oder mit diesen Vers gemeint, was Abu Bakr gepostet hat. Also hier. Also über أسماء ودخلت أسماء بنت عميس وهي ممن قدم معنا على حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم زائرة وقد كانت هاجرت إلى النجاشي في من هاجر فدخل عمر على حفصة وأسماء عندها فقال عمر حين رأى أسماء من هذه also hier wird über أسماء بنت عميس geredet die auch in die Auswanderung war, also im Ausland. Als sie zurückgekommen ist, sie ist bei Hafsa, die Frau des Propheten, hineingegangen, als Besucherin. Und sie war auch in der Auswanderung zu den Afrika, bei den Najashi. Fadakhala Umar. Umar ist reingegangen bei seiner Tochter Hafsa, wo Asma indaha. Und Asma war da, bei ihr. Faqala Umar hina ra'a Asma, man hadihi? Als er sie sah, fragte er, wer ist das? Wer ist diese Frau? قالت أسماء بنت عميس قال عمر الحبشية زي war eine حبشية was heißt das? Schwarze aus Afrika eine Afrikanerin sagte عمر als ihr gesagt wurde أسماء بنت عميس قال عمر الحبشية die hier also auf jeden Fall هذه البحرية هذه البحرية bezeichnet sie mit einem Wort, Bahriya, also, wie heißen sie? Marines heißen sie heute. Also die Leute, die im Wasser arbeiten. So. Hadihi qalat asma, na'am. Er sagte, hadihi al-Bahriya tu hadihi, diese Seefrau, diese, sagte asma, na'am. Qala sabaqnakum bil-Hijra. Wir waren vor euch in der Auswanderung, sagte Umar. فنحن أحق برسول الله منكم. Wir sind eher näher zu Muhammad صلى الله عليه وسلم als euch. Sagte zu dieser Frau. فغضبت وقالت كلا والله. Sie ist böse geworden, sagt nein والله. كنتم مع رسول الله. Ihr wart mit رسول الله صلى الله عليه وسلم. يطعم جائعكم. Er hat euren Hungrigen gefüttert. ويعظ جاهلكم. Und euren Unwissenden gepredigt. وكنا في دار في داري أو في أرض البعداء البغضاء بالحبشة وذلك في الله وفي رسوله. Und wir waren in Ausland mit diese ganzen Anstrengungen in der Habasha unter den Hass und die Entfernung in die Habasha und das ist alles für Allah und für Muhammad hat sie gesagt. وأيم الله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله. Sag والله, ich schwöre, ich werde weder essen noch trinken, bis ich das erzähle, was Rasulullah, was du gesagt hast. Bis ich Muhammad صلى الله عليه وسلم das erzähle, was du gesagt hast. ونحن كنا نؤذى ونخاف. Und wir wurden belästigt. Und wir haben Furcht gehabt. وسأذكر ذلك للنبي. Und ich werde den Propheten صلى الله عليه وسلم fragen. Darüber erzählen. وأسأله. والله لا أكذب ولا أزيغ. Ich schwöre, ich lüge nicht. Ich werde ihn fragen. Und ich werde mich nicht irren. ولا أزيد عليه. Und ich werde dazu nicht hinzufügen. Also zu dem, was du mir gesagt hast. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. Als der Prophet gekommen صلى الله عليه وسلم ist. قالت يا نبي الله إن عمر قال كذا وكذا. Sagte أورا محمد. أورا رسول الله. عمر hat dies und jenes gesagt. قال فما قلت له. فما قلت له. Und er sagte, was hast du ihm gesagt? Was hast du zu ihm gesagt? قالت قلت له كذا وكذا. Habe ich ihm dies und jenes gesagt. قال ليس بأحق بي منكم. Er sagte, ist nicht näher zu mir als euch. Als eine schwarze Frau aus Afrika. Er ist nicht näher zu mir als euch. Und sie haben nur eine Hijra gemacht, eine Auswanderung. Und ihr, die Leute von dem Schiff, habt ihr zwei Auswanderungen. Also auf jeden Fall, er hat sie an Umar bevorzugt. Das ist die Stelle von Umar bei Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gucken wir weiter, inshallah. Wir kennen Al-Hudaybiyah.
Und was da gelaufen ist und wie Umar protestiert hat gegen Muhammad sallallahu alaihi wasallam dort, weil Rasulullah sallallahu den Friedensvertrag mit den Mushrikin abschließen wollte. Genau wie Hassan alaihi salam auch den Friedensvertrag mit Muawiyah abgeschlossen hat. Da wollte Imam Ali salam Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam auch, damit Imam Hassan alaihi salam nicht getadelt wird, wenn er einen Friedensvertrag mit einem Muslim, ne, in Anführungsstrich, abschließt. Wollte auch mit den Mushrikin einen Vertrag abschließen in Sulh al-Hudaybiyah, eine Versöhnung machen mit den Mushrikin. Imam al-Islam hat eine Versöhnung hier gemacht mit Abu Bakr, ist kein Problem. Rasulullah s.a.w. hat das für, mit den Mushrikin gemacht. Und Abu Bakr war Muslim, war nicht Mushrik. So, damit man nicht sagt, guck mal hier, ah, er hat Bay'a gemacht. Das war auch eine Art Bay'a in Sulh al-Hudaybiyah. Umar ist protestiert. Hat protestiert, er sagt, warum machst du das, ja Rasulullah? Bist du Prophet Gottes wirklich? Das empfehle ich jedem zu lesen in Sira Nabawiyya, in die Sahih-Bücher, dass Umar das gesagt hat. Bist du wirklich der Prophet Gottes? Er sagt ja. Er sagt, sind die Mushrikin? Er sagt ja. Wir sind Muslimi? Er sagt ja. Sind wir auf Recht? Er sagt ja. Sind sie auf Unrecht? Er sagt ja. Er sagt, deswegen erniedrigen wir uns. Er sagt, ich bin Prophet Gottes und ich mache, was ich will, was Allah mir sagt. Der rennt zu Umar, zu Abu Bakr, wütend. Wütend. Das heißt, war nicht zufrieden mit dem, was Rasulullah gesagt hat. Er geht zu ihm und sagt, Abu Bakr, sag was? Er sagt, ist der wirklich Gottes Gesandter? So. Das heißt, er war in Zweifel. Er war in Zweifel. Dort, in Sulh al-Hudaybiyah, in Zweifel Muhammad sallallahu alaihi gegenüber und in Zweifel Wahi gegenüber und in Zweifel in dem, was Rasulullah gesagt hat, dass er gewinnen wird, dass er pilgern wird. Ne? Und dann sagt er zu ihm, sag, hast du uns nicht gesagt, dass wir pilgern werden? Sagt er, habe ich dir gesagt, dieses Jahr? So, das heißt, er war in Zweifel. Jetzt, was passiert? Was passiert danach? Aufgrund dessen, was ist denn passiert? Lesen wir hier, inshallah, auch in Sahih Bukhari, Band 5, auch Seite 160. So, حدثني عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم also زيد بن أسلم عن أبيه erzählt, dass رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره er war unterwegs وعمر بن الخطاب يسير معه und عمر war mit ihm lief mit ihm ليلا nachts فسأله عمر بن الخطاب عن شيء فلم يجبه عمر hat ihn über irgendwas gefragt und Rasulullah hat ihn nicht geantwortet. ولم يجب رسول الله. ثم سأله فلم يجب. Und das zweite Mal hat ihn gefragt, hat ihn nicht geantwortet. ثم سأله فلم يجب. Hat ihn das dritte Mal gefragt und hat ihn nicht geantwortet. وقال عمر. Und dann Umar sagt: ثكلتك أمك يا عمر. Wie dir, O Umar. نظرت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات كل ذلك لا يجيبك. Hast du ihn dreimal gefragt und er antwortet dir nicht? قال عمر فحركت بعيري ثم تقدمت أمام المسلمين وخشيت أن ينزل في قرآن. Er war nicht nur skeptisch gegenüber Muhammad. Er war nicht nur skeptisch gegenüber Wahi. Er war nicht nur skeptisch über die Versprechungen des Propheten صلى الله عليه وسلم. Er war sogar skeptisch gegenüber sich selbst. Er sagt, habe ich gefürchtet, dass irgendwas in mir herabkommt. Ein Koran. وخشيت أن ينزل في قرآن. Habe ich gefürchtet, dass irgendwas in mir kommt in den Koran. فما نشبت أن سمعت صارخا يصرخ. Er sagt, kaum habe ich mich bewegt, bis ich jemand schreien gehört habe. قال فقلت لقد خشيت أن يكون نزل في قرآن. Er sagt, dann habe ich gefürchtet, dass in mir irgendwelche Verse in den Koran kommen, die ihn entlarven natürlich. وجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه. Dann bin ich zu dem Propheten صلى الله عليه وسلم gekommen, habe ich ihn gegrüßt. فقال. Hier steht nicht, hat er nicht zurückgegrüßt. Hat er zurückgegrüßt. Hier steht gar nicht. Dann hat er gesagt, machen wir es. Er hat ihn gegrüßt. Normalerweise musst du zurückgrüßen. Also hier steht nichts von. Er sagt, سلمت عليه, ich habe ihn gegrüßt. Dann sagte Muhammad. Dann antwortete رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد أنزلت علي الليلة سورة لهي أحب إلي ما طلعت عليه الشمس. Er sagt, heute habe ich eine Sure gekriegt, wurde an mir herabgesandt. Eine Sure, die mir am liebsten ist, als das,
worauf die Sonne erscheint. Dann sagte er, Inna fatahna laka fatahan mubina. Hat er die Surat al-Fatah gekriegt. Allah subhanahu wa ta'ala hat ihn durch diese Sure erklärt und versprochen und erfüllt, dass er den Sieg bekommen hat. Das, was Umar angezweifelt hat. So. Also auf jeden Fall gehört er jetzt zu diesem Vers, von Abu Bakr? Nein. Jetzt gehen wir auch in Sahih al-Bukhari, auch Band 5. Auch Band 5, Sahih al-Bukhari, Seite 179. Bab Ghazwat Zayd ibn Haritha. Hier wird erzählt,